Die zwei Regale, die ich gebaut habe für mein Atelier, dachte ich, vielleicht ist das auch eine kleine Inspiration für dich, für zu Hause. Das ist sicher auch eine tolle Möglichkeit für das Wohnzimmer oder für eine Küche oder auch sicher ganz toll als Kopfteil fürs Bett. Man kann das ja kaufen, kostet so um die 220 Franken. Mich hat jetzt ein Regal so etwa zwischen 40 und 50 Franken gekostet. Von dem her finde ich, ist es der Aufwand wert. Ich habe dafür Dachleisten verwendet. Die waren aber ziemlich schief und ich habe das Riesenglück, dass ich hier gegenüber einen Schreiner habe und der hat mir die Latten nochmals gehobelt und geschliffen. Also ich empfehle dir, kauf direkt gehobelte und geschliffene Leisten. Das vereinfacht die Sache wesentlich. Hier nun sitze ich in einer kleinen Bauernstube. Die durfte ich jetzt seit Anfang März dazu mieten. Das ist gleich unten an meinem Atelier. Und das soll ein Begegnungsraum werden oder ein Raum, wo ich auch meine Objekte fotografieren kann und so kleine Dekorationen machen kann. Die Idee, die ich habe, ist, dass einmal im Monat das Haus offen steht und wo Kunstschaffende oder Kunstinteressierte oder einfach kreative Menschen sich begegnen können. Dann kann man sich hier gemütlich machen in dieser kleinen Stube. Man kann zusammen was trinken und kann ein bisschen ins Plaudern kommen. Und der Rest des Hauses wird auch offen sein. Und hier möchte ich kreativen Menschen die Möglichkeit geben, ihre Sachen auszustellen. Und die Leute können vorbeikommen, können sich das anschauen und wie gesagt, man kann sich hier austauschen. Das ist mal die Idee, da bin ich jetzt dran. Mir fehlt zwar ein bisschen die Zeit, da ich ein paar Ausstellungen am Vorbereiten bin und für Geschäfte Objekte noch mache, die ich da verkaufen darf. Aber ich möchte dich da jetzt einfach ein bisschen mitnehmen, wie das hier alles entsteht in diesem Raum. Und den Anfang habe ich bereits gemacht und da nehme ich dich jetzt mit. Ich wünsche dir viel Freude dabei.
Wie du siehst, es gibt noch einiges zu tun und ich habe fast keine Zeit dafür, aber wir schaffen das. Ich habe jetzt mal die alten Möbel auseinandergenommen. Die werden nicht weggeschmissen, sondern die werde ich weiterverwenden. Dazu wird es sicher auch noch Videos geben. Und da ich ein bisschen viel um die Ohren habe, Vorbereitungen für Ausstellungen und Projekte für Geschäfte, kann ich nicht versprechen, dass es jeden Sonntag ein Video geben wird. Ich werde mich bemühen, ich kann es aber nicht versprechen. Für die, die im Mitgliederbereich sind, für die wird sich nichts ändern. Diese Videos werden hochgeladen. Und wenn auch du mehr über Pulp erfahren möchtest, was du alles damit machen kannst, dann bist du ganz herzlich eingeladen, in den Mitgliederbereich zu kommen. Es sind schon einige dabei und das freut mich natürlich sehr. Und ich betone es hier nochmals, wenn du Schwierigkeiten hast oder Wünsche hast, was ich zeigen soll, dann schreib mir das bitte unten in die Kommentare rein. Dann werde ich ein Video darüber machen und werde die hochladen. Ansonsten würde ich sagen, ist alles gesagt. Der Frühling kommt, genieße die schönen Tage und wir sehen uns sehr bald wieder. Ich wünsche dir alles Gute. Tschüss zusammen. Es ist arschkalt da innen.